Ja, bei mir ist Günter Kathäuser, der Trainer des SV Grudweiler. 0:3 hört sich jetzt sehr klar an. Zur Halbzeit habe ich schon Franzen dann besser gesehen, aber zweite Halbzeit, da habt ihr etliche Chancen gehabt. Ich denke, ihr seid auch früher angelaufen. Das ist dann bitter, dass man so klar verliert, oder? Ja, das ist heute sehr bitter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe uns auch schon in der Endphase der zweiten Hälfte uns schon ganz klar überlegen gesehen. Wir waren immer gefälliger, wir sind zielstrebig nach vorne gekommen, hatten da auch schon die ein oder andere gute Aktion, vielleicht keine klare Torchance, aber eine gute Aktion gehabt. Und zweite Hälfte wollten wir das bestätigen. Wir hatten dann auch, fand ich, super Aktionen gehabt im Spiel. Wir hatten ganz klare Torchancen. Ich will nicht sagen, dass es unverdient gewesen wäre, wenn wir da schon 2-1, 3-1 geführt hätten. War noch da ganz klar die bessere Mannschaft. Und wenn dann so ein Knickschlag kommt da mit dem 2-0 aus einer absolut blöden Situation an der Grundlinie, wo wir eigentlich sehr gut hätten verteidigen können, einfach den Ball ins Aus gegrätscht und dann kriegen wir 2-0 und dann fallen schon ein bisschen dann die Köpfe runter. Und dann mit dem 3-0, ja, spiegelt definitiv meiner Ansicht nicht das Ergebnis wieder, das Spiel wieder. Insgesamt 20 Punkte habt ihr jetzt. Jetzt habt ihr noch ein Spiel in Pölich gegen die SG Pölich Detzimschleich. Ist das etwa, was die Mannschaft zu leisten imstande ist, oder wären wesentlich mehr Punkte drin gewesen jetzt? Ich denke, wenn man das Spiel heute sieht, wären mehrere Punkte drin gewesen. Was uns immer ein bisschen so anhängt, sind einfach diese Verwertung der Torchancen. Und das hängt uns immer ein bisschen nach, dass wir dann wirklich gute Spielphasen haben, aber uns dann nicht belohnen mit dem Tor. Dass wir dann eine Ruhe immer wieder ins Spiel reinbekommen, dass wir dann immer wieder bis zum Schluss zittern müssen. Und ich denke, da wäre auf jeden Fall mehr drin. Also dieses müssen wir definitiv verbessern.